In diesem Video stellen wir Ihnen unser Aluminium-Profi-Wickschweißgerät V1841 vor. Bevor wir uns den Lieferumfang und die Inbetriebnahme anschauen, gehen wir zunächst auf die Leistung des Geräts ein. Mit der 1841 lassen sich durch die 180 Ampere Leistung und die AC-DC-Funktion alle schweißbaren Metalle verarbeiten. Im MMA-Modus stehen 170 Ampere zur Verfügung, mit einstellbarem Hot Start und Arc Force. Ihre eingestellten Jobs lassen sich auf 9 Speicherplätze abspeichern und sind jederzeit wieder abrufbar. Mit der Pulsfunktion führen Sie Ihrem Werkstück weniger Energie und Hitze zu. Zum Lieferumfang gehören ein Wickschweißbrenner WP26 in 4 Metern Länge mit Drehpoti zum Schweißstrom einstellen, 13 mm Dorn, Schutzgasschnellkupplung und einer 5-poligen Steuerleitung. Eine Erdungsklemme in 3 Metern Länge mit 13 mm Dorn. Ein Elektrodenhalter in 3 Metern Länge mit 13 mm Dorn. Ein Schutzgasschlauch mit 2 Schraubschellen. Ein umfangreiches Zubehörpaket bestehend aus je einer Gasdüse der Größe 4 bis 7. Einer kurzen und langen Brennerkappe und jeweils 2 Spannhülse mit Gehäuse in den Größen 1,6 und 2,4 mm sowie eine gerätespezifische Bedienungsanleitung auf Deutsch und Englisch. Um das Gerät in den Betrieb zu nehmen, montieren Sie zunächst den Schutzgasschlauch. Dafür das Ende vorher leicht erwärmen, damit das Material weicher wird. Somit lässt sich der Schlauch leichter über den Anschluss schieben. Das Gerät ist für eine Montage mit einer Druckluftschnellkupplung vorbereitet, die aber nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die andere Seite vom Schutzgasschlauch verbinden Sie mit Ihrem Druckminderer. Vor der ersten Benutzung wird empfohlen, den Schlauch auf Dichtigkeit zu überprüfen. Um den Schweißbrenner zu montieren, wird zunächst die Steuerleitung aufgeschraubt. Achten Sie auf die Position der Führungsnase am Stecker und ziehen diesen handfest an. Danach der Schnellkupplungsstecker, bis er hörbar einrastet. Der 13 mm Dorn kommt in den Negativschweißstromanschluss. Die Erdungsklemme stecken Sie in den Positivschweißstromanschluss. Werfen wir nun einen Blick auf das Bedienfeld. Oben links in der Ecke befindet sich die Betriebsanzeige und Überhitzungsanzeige. Im Display wird Ihnen der eingestellte Schweißstrom angezeigt. Mit der Plus- und Minus-Taste stellen Sie sich das Gerät ein und mit der Auswahltaste gelangen Sie in das Untermenü für weitere Feineinstellungen. Oben rechts schalten Sie von 2-Takt in den 4-Takt-Modus. Darunter können Sie Ihr Schweißprozess auswählen, MMA oder WIG. Unten rechts schalten Sie die Pulsfunktion ein oder aus. Unten links schalten Sie vom DC in den AC-Modus um. Darüber befindet sich der Jobspeicher, auf den wir später noch näher eingehen werden. Beim WIG-Schweißen können Sie folgende Parameter einstellen. Am Display wird Ihnen der eingestellte Maximalschweißstrom angezeigt. Der Verstellbereich ist von 10 bis 180 Ampere. Über den Einstellknopf lassen sich nun weitere Einstellungen vornehmen. Die Grundstromstärke von 10 bis 100 Ampere. Die Impulsdauer von 10 bis 90%. Die Impulsfrequenz von 1 Hz bis 200 Hz. Die Stromabsenkung von 0,1 bis 9 Sekunden.
der Schlussstrom von 10 bis 180 Ampere, die Gasnachlaufzeit von 0,1 bis 10 Sekunden, im AC-Modus die Balance zwischen 10 bis 30%, die AC-Frequenz von 50 Hz bis 200 Hz, die Gasvorlaufzeit von 0,1 bis 5 Sekunden, den Startstrom von 10 bis 180 Ampere und den Stromanstieg von 0,1 bis 9 Sekunden. Zum Elektrodenschweißen wird der WIG-Schweißbrenner gegen den Elektrodenhalter ausgetauscht. Schalten Sie vom WIG-Modus in den MMA-Modus. Über den Einstellknopf lässt sich der Schweißstrom von 10 bis 170 Ampere verstellen. Durch Drücken des Einstellknopfes gelangen Sie in das Untermenü, um weitere Einstellungen vorzunehmen. Hot-Startstärke in Ampere. Von 1 bis 10 immer in 10er Schritten. Das bedeutet 1 ist gleich 10 Ampere, 5 ist gleich 50 Ampere. Diese werden immer zu dem bereits eingestellten Schweißstrom dazugegeben. Hot-Startzeit in Sekunden. Von 1 bis 10 Sekunden. Stellt die Dauer des Hotstarts ein, um die Elektrode optimal zu zünden. Danach wird mit dem eingestellten Schweißstrom weitergearbeitet. Arc Force. Verstellbereich von 1 bis 100 Ampere. Damit sich die Elektrode nicht festbrennt, werden die hier angegebenen Ampere zum Schweißstrom addiert. Wenn Sie Ihre Einstellung vorgenommen haben, können Sie nun durch den Drücken der Save-Taste Ihren Job speichern. Wählen Sie dafür einen von 9 Speicherplätzen aus und drücken Sie die Save-Taste. Nun ist der Job gespeichert. Wenn Sie dann das Gerät verstellen und auf die Job-Taste drücken, wird durch erneutes Drücken der Job-Taste der gespeicherte Job am Gerät wieder eingestellt. Weitere Tipps zum Schweißen finden Sie hier auf unserem Kanal. Sollten Sie noch Fragen zum Produkt haben, schreiben Sie einen Kommentar unter diesem Video oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Vielen Dank!